So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zum nächsten Teil meiner Essen 2021 Vorschau. Heute gucken wir uns mal an, welche Spiele uns der Schwerkraft Verlag in diesem Herbst, in diesem Winter noch vorsetzen möchte. Ich habe mal nachgefragt, welche Spiele da angedacht sind, habe da auch eine Liste bekommen. Da haben noch einige Titel gefehlt, wo ich dachte, die sollten in diesem Jahr noch erscheinen. Zum Beispiel Sleeping Gods oder Clank Legacy sind nicht in der Liste drin. Ich habe danach gefragt, da hieß es auch nur so, ja, das ist jetzt so erstmal die Liste, aber das heißt nicht, dass die anderen Spiele nicht kommen. Von daher, sobald ich da mehr Informationen bekomme, wann diese Titel erscheinen sollen oder vielleicht noch andere Titel, die bei Schwerkraft noch angedacht waren, die jetzt hier noch gar nicht im Video drin sind, dann werde ich das natürlich nachreichen, euch da informieren, wann die Spiele kommen sollen. Gerade Sleeping Gods würde ich mir jetzt sehr wünschen, dass das in diesem Jahr noch rauskommt. Aber gut, wenn es halt ein bisschen länger braucht und nächstes Jahr rauskommt, ist es auch okay, weil auch hier gilt natürlich wie immer, alles, was ich euch hier zeige, soll in diesem Jahr kommen, soll eigentlich zur Messe da sein, aber die Situation am Containermarkt ist gerade angespannt, in China sind ein paar Häfen zu und auch noch aus der Zeit der Corona-Krise gibt es einen riesengroßen Rückstau. Manche Fabriken können gar nichts produzieren, weil sie die produzierte Ware nicht wegräumen können, weil keine Container da sind. Da ist halt echt gerade eine große Knappheit da und dann werden wir einfach mal gucken, ob die Spiele jetzt eben wirklich dann in diesem Jahr erscheinen oder erst im nächsten Jahr. Und ja, durchaus auch einige Titel dabei, die ich persönlich ganz spannend finde. Ich habe von diesen Titeln bisher noch fast gar nichts gespielt, kann da also auch immer nur so rudimentär was zu sagen. Aber die Videos sollen euch ja auch in erster Linie erstmal einen Überblick geben, was gibt es denn da, was könnte mich interessieren. Dann wisst ihr halt, okay, ich muss mir jetzt nicht irgendwie alle 30 Spiele oder 20, weiß ich gar nicht, wie viele es genau sind, von Schwerkraft angucken, sondern weiß schon, das, das und das interessiert mich. Da gucke ich mir mal ein paar Videos an, ein paar Forenbeiträge, was auch immer es dazu schon gibt. Und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir einfach mal an. Und zwar geht es los mit einem Spiel, auf das ich mich wirklich schon freue, und zwar Hadrian's Wall. Im englischen Original von Graffle Games, hat ein Komplexitätsrating von 3,02, dauert so 30 bis 60 Minuten, 1 bis 6 Spieler. Die Community sagt hier schon am besten Solo, denn es ist ein Roll-and-Ride-Spiel, aber es ist eher auf der komplexeren Seite. Es geht so ein bisschen in die Richtung von Fleet the Dice Game, also auch ne, viele Kombos, die wir so nach und nach freischalten können. Also ein ganz schön clever, sag ich mal, in noch anspruchsvoller. Auch bei Fleet haben wir ja 2 verschiedene Spielpläne und das hat man hier eben auch, und ich bin da wirklich mal sehr gespannt, wie sich das spielt. Ich habe in Kommentaren gelesen, dass manche Leute gesagt haben, das ist wie Paladine des Westfrankenreiches, nur eben als ja komplexes, anspruchsvolles Roll-and-Ride-Spiel. Wie gesagt, ich fand ja Fleet durchaus auch ganz spannend. Bei diesen Spielen ist es natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, ja, ähnlich wie bei Ganz schön clever, ne? Wie schnell hat man das gelöst? Wenn man bei Ganz schön clever viele Partien gespielt hat, was ja in relativ kurzer Zeit ging, dann hat man eigentlich schon Mittel und Wege gefunden, wie man immer konstant auf über 300 Punkte kommt, und dann war auch irgendwann okay, der Reiz weg, wenn uns mal wirklich gelöst hat. Und hier ist halt die Frage, hat das Spiel so viele Möglichkeiten, dass man es nie wirklich komplett lösen kann? Ich denke, es, also weil ja auch gerade gesagt wird, dass es eben ein Solo-Spiel ist. Es wird zwar wahrscheinlich viele Optionen bieten, aber irgendwann wird man irgendwas raus haben, auf welche Wege man verfolgen muss, dass man immer möglichst hohen Highscore bekommt. Aber das war ja auch bei Ganz schön clever so. Irgendwann nach 40, 50 Partien hatte man das vielleicht raus, ist auch häufiger dann in diese Punkteregion vorgestoßen, hat dann gesagt, okay, ist jetzt nicht mehr so reizvoll, aber das waren eben auch schon 50 Partien. Ne, selbst wenn ich bei dem Spiel hier jetzt 10, 20, 30 Partien brauche, um diese Wege rauszufinden, da macht ja gerade dieses Erkunden Spaß, in jeder Partie wieder neue Sachen rauszufinden. Und da bin ich tatsächlich sehr, sehr neugierig drauf, wie sich das dann wirklich spielt. Und wenn ich das irgendwie in die Finger bekomme, werde ich euch das auf jeden Fall hier zeigen. Und versprochen, das werde ich euch in diesem Video nicht bei jedem zweiten Spiel sagen, zum Beispiel auch beim nächsten wahrscheinlich nicht. 300, Earth and Water, ne? Die Story aus 300 kennen wir alle spätestens seit dem Film, spielen wir hier eben auch nach, Griechen wahrscheinlich gegen eine Übermacht an Syrern oder Perser, Perser waren das, glaube ich. Ein 2-Spieler-Wargame, ne? Hier Platz 775 bei den Wargames. Komplexitätsrating 2,10, also so, sage ich mal, Kennerniveau. Ich glaube, Flügelschlag hat ein höheres Komplexitätsrating. Das Spiel soll nicht ganz so groß sein. Gut, ja, auf jeden Tisch passen, soll man auch ganz gut mitnehmen können. Und hier sehen wir jetzt viele Fotos von der Spielschachtel. Na, hier sieht man eben auch die verschiedenen Regionen, wo man so seine Marker hinsetzt. Das Spiel hat Würfel und ist aber auch, das sieht man hier jetzt hoffentlich auch gleich irgendwo mal, Kartenmarkt, Boardgame Geek irgendwie immer nicht so, aber ist eben auch durchaus kartengetrieben, habe ich mir noch nicht näher angeguckt, aber sieht durchaus nach einem Spiel aus, das ganz spannend sein könnte, wenn man so 2-Personen-Mini-Wargames quasi mag, die man eben in kurzer Zeit spielen kann. Ich meine, die meisten Wargames
sind tatsächlich auch mal zu einer oder zwei Personen, aber halt riesengroße Biester. Und hier hat man das Ganze halt ein bisschen kleiner. Immer spannend, was Schwerkraft da so tatsächlich im Angebot hat. Wenn ihr jetzt halt sagt, okay, so eine Art von Spielen finde ich interessant, da stehe ich drauf. Ne, sowas findet man ja auch oft bei Frosted Games. Dann könnt ihr euch das auf jeden Fall mal angucken. So, dann gefühlt mal was Neues. Zumindest bringe ich jetzt Partyspiele gar nicht so sehr mit dem Schwerkraftverlag in Verbindung. Vielleicht gab es irgendwie in letzter Zeit mal eins. Aber Ensemble ist ein Spiel für 2 bis 10 Spieler, das so 15 bis 30 Minuten dauert. Da gibt es leider noch relativ wenig Infos zu, nur eben die, also hier die Beschreibung, ein kooperatives Spiel. Alle Spieler müssen, ohne zu kommunizieren, einen der Karten abstimmen, wo sie denken, die passt am besten zu der Karte in der Mitte. Also wahrscheinlich so ein bisschen Assoziationsspiel wie Cards Against Humanity oder Äpfel zu Äpfel, stelle ich mir zumindest so vor, dass da halt irgendwie eine Karte liegt und die da abstimmen muss, welche Karte da am besten zu passt. Aber man darf eben halt nicht miteinander kommunizieren, man darf erst miteinander kommunizieren, nachdem die Karten aufgedeckt wurden, wie man sich entschieden hat, aufgedeckt wurde. Was das dann, man redet natürlich drüber, aber so muss man das erstmal im Geheimen und blind machen und hoffen, dass die anderen ähnlich getippt haben wie man selbst. In der Spielerzahl muss man es halt nicht genau getroffen haben, sondern halt so einen kleinen Varianzbereich. Und ja, wenn man das dann geschafft hat, dann geht man zum nächsten Level, ansonsten verliert man ein Leben. Klingt ein bisschen auch so mindmäßig tatsächlich. Also erinnert mich tatsächlich gerade an The Mind. Und man will ja bis Level 9 kommen, wenn man das geschafft hat zum ersten Mal, dann nimmt man ein neues Szenario-Deck von 3, die da enthalten sind. Und dann gibt es halt noch neue Regeln, neue Karten, die man später benutzen kann. Also, wie gesagt, jetzt erstmal so, habe ich da noch gar keine Vorstellung. Es gibt eben auch noch nicht wirklich mehr Bilder, außer hier wahrscheinlich das Cover, in verschiedenen Sprachen, für verschiedene Verlage. Also, ja, ne, kann man schon zu zweit spielen tatsächlich. Mal gucken, wo da so der Sweet Spot ist. Ist eben auch noch nirgendwo Release, deswegen kann da noch keiner was zu groß gesagt haben. Aber klingt jetzt natürlich erstmal nicht unspannend. Mal gucken, ob das eben auch nur so ein 0815 Partyspiel ist oder ob das so eins ist, wo man sagt, hey, das hat wirklich so irgendwas Geniales, Tolles. Ja, also bin ich neugierig. So, dann gibt es für die Nordsee, und zwar hier für die Explorers of the North Sea. Das habe ich tatsächlich nie gespielt. Eine Crew-Mini-Expansion, wo man dann eben neue Crew-Karten hat und die arbeiten irgendwie für nicht jeden. Man muss erst beweisen, dass die Schiffe es wirklich wert sind. Die kann man sich dann eben holen und hat da irgendwelche neuen Fähigkeiten durchgesagt, da ich das Spiel nicht kenne, kann ich dazu nicht viel sagen, aber wenn ihr das habt und sagt, hey, finde ich total toll, wisst ihr jetzt, da gibt es eine Erweiterung für. Dann gibt es Genotype, Mendelian Genetics Game, das heißt, glaube ich, auf Deutsch sogar fast nur Genotype, und vielleicht kennt ihr diese Vererbungslehre von Mendel noch aus der Schule, aus dem Biologieunterricht, und das hat man hier eben als so ein Spiel, Action-Selection-Spiel, glaube ich, mal so drei, Worker-Placement, mal so 3 Figuren, die man hier irgendwie aufs Spielfeld setzen kann, und dann muss man halt verschiedene Bedingungen erfüllen, also das ein bisschen vernünftig mendeln, muss das halt irgendwie steuern. Da habe ich ein Video von Tom Bessel kurz überflogen, der auch meinte, ne, das klingt erstmal so, man rennt gleich weg, wenn man hört irgendwie mendeln und Genetik und so in Schule, aber dass der Verlag es scheinbar immer wieder hinkriegt, diese stark edukativen Themen, die man eben immer so mit Schule und Lernen verbindet, wirklich in ein gutes und interessantes Spiel umzusetzen, und dass man dann das eben spielt, ein interessantes Spiel hat und eben nebenbei noch was lernt, beziehungsweise sein Schulwissen auch wieder ein bisschen auffrischt und dann eben auch weiß oder eben sagt, okay, ne, ja, klar, wusste ich mal, jetzt weiß ich auch wieder genau, wie das funktioniert, und das Spiel setzt das echt gut um. Also auch ein Spiel, das durchaus spannend klingt. Ich habe von dieser Art Spielen auch in der Spieleburg leider noch keins gesehen, wäre auch ganz spannend, wenn es da mal ein offenes geben würde, würde ich mir das auch mal angucken. Aber vielleicht sagt ihr auch, okay, ne, das sind eh so Themen, die mich interessieren, weil ihr vielleicht auch irgendwie in dem Bereich arbeitet, euch das einfach so interessiert oder ihr das vielleicht gerade studiert oder so, dann ist das natürlich auch auf jeden Fall ein schickes Geschenk, vielleicht sogar für euch selbst. Dann gehen wir über zu Clank oder Clonk, da gibt's die Adventuring Party Expansion, die ist auch schon eigentlich im letzten Jahr rausgekommen, die ist eben jetzt zu dieses Jahr auf Deutsch angekündigt, kann man sowohl für Clank Legacy benutzen, als auch für das normale Clank, ne, da kann man jetzt bis zu 6 Spieler in das Spiel spielen, und es gibt 6 neue asymmetrische Startdecks, dass man eben auch gleich mit unterschiedlichen Startkarten anfängt, ne, damit es ein bisschen mehr Abwechslung gibt. Hier wird man auch so thematisch darauf eingestimmt, was die asymmetrischen Decks immer so machen, und das wird es dann auch sein. Also es klingt nach einer eher kleineren Erweiterung. Dann gibt es halt das C-Team-Pack für Clank Legacy. Man kann es aber, glaube ich, auch mit dem normalen Clank benutzen.
das sind halt einfach Charaktere, die man halt sofort im Clank-Deck benutzen kann. Da, also ich habe eins davon, ich weiß nicht, ob es das ist, ob es da schon mehrere von gibt. Da, nee, die sind das nicht. Das sind dann einfach Minis, die man quasi in seinem Clank benutzen kann, damit man eben nicht nur diese normalen Figuren hat, die da drin sind, sondern das eben so ein bisschen pimpen kann. So, dann ein Spiel, wo ich es auch sehr toll finde, dass das ja nicht auf Deutsch rauskommt, und zwar War Chest. Auf Deutsch wird es Kriegstruhe heißen. Das ist so moderne Schach. Stellt euch Schach so ein bisschen als Backbuilding-Spiel vor. Da, ne, ihr seht das hier auch bei den Abstracts, ist es auch auf Platz 7, also wirklich sehr hoch gerankt. Da kommt auch gleich die Nobility-Erweiterung und die Siege-Erweiterung für raus. Die beiden kenne ich nicht, die habe ich noch nicht gespielt, aber das Spiel hier vor ein paar Jahren, deswegen ist die Erinnerung jetzt auch ein bisschen trübe daran, aber durchaus ein paar Partien gespielt. Vom Grundprinzip her geht es halt darum, dass ihr hier so verschiedene Spawn-Punkte habt, auf denen ihr halt eure Einheiten erstmal ins Spiel bringen könnt. Ihr habt dann so Kontrollmarker und die wollt ihr hier eben auf diesem Spielfeld unterbringen. Wenn ihr da halt untergebracht habt, dann habt ihr die Partie gewonnen und ihr sucht euch oder stellt euch halt vor einer Partie aus Karten, ich hoffe, dass man hier sieht, wie gesagt, Board Game Geek hasst Karten, genau, hier aus Karten, so ein Team zusammen an verschiedenen Einheiten und da holt ihr euch dann, ne, immer neu von diesen Chips quasi aus dem Beutel. Ihr könnt halt, wenn ihr dran seid, habt ihr jetzt einen bestimmten Grundstock an Chips in eurem Beutel, zieht da drei Stück von raus, könnt die dann halt entweder einfach aufs Spielbrett bringen und spawnen, aber ihr habt auch teilweise halt mehrere zum Beispiel von diesen Pferden hier und ihr könnt dann halt nicht noch ein Pferd ins Spiel bringen, aber ihr könnt dieses Pferd verbessern, dass es mehr Lebenspunkte hat und ihr könnt eben auch diesen Pferdchip quasi dann ausgeben, legt ihn hier hin, um dieses Pferd entsprechend seinen Bewegungsregeln zu bewegen, ne, bewegen und dann angreifen. Da hat halt auch jede Einheit unterschiedliche Arten, wie sie sich bewegen kann, wie sie angreifen kann. Oder ihr könnt einen von diesen Chips halt ablegen, um euch einen neuen Chip aus dem Vorrat zu holen, den auch in eurem Beutel zu tun. Oder ihr legt einen von diesen Chips verdeckt ab und holt euch dann einen Initiativmarker, damit ihr in der nächsten Runde den ersten Zug habt. Und das ist dann eben ein sehr taktisches Hin- und Herbewegen, dass man halt immer genau guckt, okay, wo stehe ich jetzt? Wo stehen die Figuren meines Gegners? Was können die nochmal genau? Wie sichere ich mich irgendwie ab? Und wann wage ich mal den Vorstoß? Und da versucht man natürlich auch tolle Kombinationen sich zusammen zu draften von Einheiten, die eben auch gut miteinander kombinieren und die eben auch gut gegen die Einheiten des Gegners vorgehen. Das hat mir wirklich durchaus sehr viel Spaß gemacht. Da habe ich ein paar Partien von gespielt. Ich habe das Spiel leider nicht selbst, aber das ist so für Leute, die so abstrakte Spiele mögen und auch vielleicht sagen, ne, so Schach und Backbuilding, beides Themen, die ich total toll finde, dann guckt euch War Chest oder eben Kriegstruhe auf jeden Fall mal an. So, wozu ich euch gar nicht so viel sagen kann, ist Magellan Elcano, ein Spiel von Michael Schacht für 2 bis 5 Spieler. Dauert nur so 15 bis 30 Minuten, ist ab 7 Jahren. Weight 1,0, bisher nur ein Vote, also da würde ich noch nicht so viel drauf geben. Wenn das stimmt, ne? Vielleicht geht das ja so ein Spiel des Jahres Richtung, glaube ich aber nicht. Wenn wir da mal reingucken, dann sehen wir, es ist ein Kartenspiel, ein Deduktionsspiel, ein nautisches Spiel, eben durch dieses, ne, Händler-Piratenthema und eben auch ein Partyspiel, Auktion, Bidding, Handmanagement. Man hat halt so 15 Crew-Karten, von denen man halt 5 Stück zieht am Spielbeginn und dann spielen wir halt irgendwie Karten aus und werden so den höchsten Wert gespielt, also, ne, immer in verschiedenen Farben, die immer so 2 Varianten, wie wir spielen können. Und wenn eine bestimmte Anzahl an Karten ausgespielt wurde, guckt man irgendwie, wer den höchsten Wert in einer bestimmten Farbe und der darf sich dann hier irgendwelche Karten nehmen, die immer irgendwelche unterschiedlichen Funktionen haben, irgendwie Punkte bringen und da steckt noch viel mehr drin. Also wenn man sich hier mal das ganze Video anguckt, das auch gar nicht so lang geht, dann sieht man halt, was machen diese Ozeankarten, was machen diese Crewkarten nochmal genau, was machen diese Sturmkarten, wie funktioniert das Scoring am Ende. Also wenn ihr da sagt, okay, ne, so ein kleines süßes Spiel, dann eben, dass eben dieses Piratenthema hat und ihr das vielleicht eben mögt, weil ihr sagt, oh, Piratenthemen, hol mich immer ab, dann könnt ihr da einfach mal reingucken. Wie gesagt, gibt's noch gar nicht so viel Kommentare zu, aber finde ich halt spannend, dass wir da jetzt eben auch so viele Partyspiele sehen. Und dann kommt auch ein reines Solospiel raus. Wie man sieht, ist das schon relativ alt, 2013. Da hat jetzt eben der Schwerkraft Verlag gesagt, das finde ich so toll, das möchte ich auch mal auf Deutsch machen, scheinbar. Also im Grunde muss es ja haben, dass es das gibt. Ne? Marquis, ne? Da sieht man auch hier, das spielt irgendwie in der Zeit der Nazi-Besetzung in Frankreich und das ist so ein, ja, Solo-Puzzle-Spiel, wo man halt so verschiedene, das ist Puzzle-Spiel, ne? Muss halt so Aufgaben ausknobeln, beziehungsweise so Aufträge und muss halt gucken, wie löse ich die jetzt. Und da ist die Spieldauer auch so mit 30 Minuten angegeben, Komplexitätsrating von 2,14, da kann man hier auch mal in die Kommentare reingucken. Und da sieht man eben auch, ne, das Gameplay ist halt darum gebaut, dass man jetzt ein bisschen plant, wie man so seine Züge macht und dann eben gucken muss, dass da irgendwelche Karten scheinbar aufgedeckt werden, auf die man dann irgendwie reagieren muss, wo man dann auch immer gucken muss, mache ich jetzt einen riskanten Zug oder versuche ich die Sachen eher sicher zu machen und ne, voraussehen, wo tauchen so Gefahren auf oder springe ich einfach rein und gucken, was passiert. Ne, das wird ja auch gesagt, it's tight, fast, simple, nicht so innovativ.
innovativ, aber alles in allem halt ein Spielkonzept, das funktioniert. Und da wird eben auch gesagt, dass das Thema in diesem Spiel, also es ist jetzt auch nur eine Meinung von verschiedenen, ne? Wie ihr seht, die Bewertung im Schnitt ist eine 8, gibt ein paar 9er, ein paar 7er, also die Leute finden es in der Regel schon ganz gut. Aber da wird eben auch gesagt, dass in solchen Puzzlespielen, wo man halt sich so gute Kombinationen überlegen muss, das Thema in der Regel auch immer wieder untergeht. Ne? Doom Deck scheint ein Genre zu sein, das mir jetzt irgendwie noch nicht wirklich viel sagt. Und wie ihr seht, ne? Da sind die Bewertungen ganz unterschiedlich zu. Aber wenn ihr eben kleine, süße Solospiele sucht, die man gut mitnehmen kann, wo man eben nicht auf dem Handy spielt, sondern das eben auch auf seinem Zugtisch oder im Hotel oder wo auch immer spielen kann, dann könnt ihr da mal reingucken. Ich wette, da gibt es auch schon einige Videos tatsächlich zu, weil das eben auch schon ein bisschen älter ist, das Spiel. Dann Ecosystem, da musste ich ein bisschen an mein Kosmos-Video denken, da gab es ja auch Baumkronen, hieß das Spiel, glaube ich, und das hier ist erstmal relativ ähnlich vom Thema her und es ist eben auch ein Card-Draft-Spiel, wo man halt Karten wählt, die halt in seine Spiel-Area legt, man macht halt so ein Raster auf, wo man sein eigenes persönliches Ökosystem baut und am Ende hat man halt auf jeden Fall 20 Karten da, also ne, hier scheinbar 5x4 Karten und dann geht es eben immer darum, Bären machen halt Punkte, wenn sie irgendwie neben Bienen platzieren wurden und Trouts, die bringen halt irgendwie Punkte, wenn sie neben Streams und Dragonflies gelegt wurden und so weiter und so fort. Die Streams selbst vergleicht man dann am Ende, wer den ja größten Stream hat, der bekommt dann irgendwie dafür nochmal die Punkte, die anderen Leute nicht und so könnte das dann irgendwie am Ende aussehen. Da ja muss man jetzt halt gucken, ob ein das ja, wie man sieht, hat schon hier so eine kleine Fläche vor sich liegen. Diese ganzen Naturthemen sind ja gerade momentan total hip. Da ist es jetzt auch, glaube ich, einfach eine Frage, macht euch das Artwork an oder nicht? Das ist, glaube ich, auch immer natürlich rein persönlicher Geschmack. Ich finde, na, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Vielleicht ist es, wenn es vor einem liegt, dann ja doch noch ein bisschen hübscher. Also auch eher auf der seichteren Seite, wenn ihr als seltsame Spiele mit Naturthema mögt oder wisst, sowas kommt in eurer Familie ganz gut an. Ne, Komplexitätsrate von 1,67, das ist fast das perfekte Spiel des Jahres Niveau. Habe ich ja irgendwann mal ausgerechnet, wo da die Spiele im Schnitt so liegen. Das ist da schon so in der Nähe. So, dann für die Paladine des Westfrankenreiches gibt es die City of Crowns Erweiterung. Das habe ich damals ein paar Mal gespielt, habe dann ein Video dazu gemacht und das dann aber auch nicht weiter verfolgt. Ich fand das schon das beste Spiel aus dieser Reihe, aber diese ganze Geschichte mit Räuber der Nordsee und Westfrankenreich und so feiern ja super viele Leute total ab. Ich habe die auch alle gespielt. Das sind gute, solide Spiele, die ich jetzt aber auch nicht weiter verfolgt habe. Ich spiele lieber anderes, aber das ist ja absolut persönlicher Geschmack. Ne? Die Spiele an sich sind schon auf jeden Fall gut. Das letzte davon habe ich auch nur einmal gespielt tatsächlich. Dieser Deckbaumechanik, diese Kartenschiebemechanik, die war auch nicht unspannend, aber da hat mir dann auch die eine Partie gereicht. Aber wenn ihr jetzt halt Riesenfans seid, dann habt ihr da jetzt halt eine neue Erweiterung für das Hauptboard und das Spielerboard. Es gibt neue Attribute, die man managen muss und neue Aktionen. Also einfach das, was so eine Erweiterung halt macht. Apropos Westfrankenreich, für die Paladin des Westfrankenreich gibt es auch die Vassals Mini Expansion, also so Vasallen, die man sich dann anstellen kann. Ne? Vassals have rallied to join your cause, also diese, es gibt halt neue gelbe Arbeiter, die man auf jeden Worker-Spot setzen kann, egal welche Farbe die haben und außerdem reduzieren sie noch die Kosten, ne, in der Erweiterung, das ist wahrscheinlich auch eine echt kleine Erweiterung, sind dann eben 8 neue gelbe Arbeiter drin, eine so eine King's Favor Card, 8 Tavernenkarten und eine Referenzkarte, also auch sehr übersichtlich. Für Petrichor gibt es die Kühe-Erweiterung, da gab es scheinbar auch schon die Blumenerweiterung und die Honeybee-Erweiterung, die kann man jetzt eben auch miteinander kombinieren. Da gibt es hier Videos zu. Ich habe Petrichor damals auch ein, zwei Mal gespielt. Auch jetzt hat nicht so meinen persönlichen Geschmack getroffen, obwohl es ein David Turci-Spiel ist. Also ne, der macht ja durchaus immer ganz gute Spiele. Vielleicht habt ihr das auch zu Hause, sagt, hey, ne, das Design gefällt mir voll gut. Auch das mit diesem, ne, dass wir irgendwie Regen spielen, finde ich total super. Und jetzt könnt ihr euch eben noch Kühe dazu holen. So, dann, was wäre ein Schwerkraftjahr ohne Valeria? Shadow Kingdoms of Valeria, ne, weil es gibt super viele Valeria-Spiele, man kann sich das auf Valeria auch mal einfach wegdenken und nur Shadow Kingdoms sich merken, ist eben die Neuheit in diesem Jahr. Das ist im Prinzip auch so ein Dice-Draft-Spiel, wo wir uns hier eben auch Würfel aus der Mitte nehmen, damit dann scheinbar irgendwelche Aktionen triggern können. Wir haben immer so Aufträge, die wir hier erfüllen wollen, womit wir uns dann unser Playerboard verbessern können. Da hat auch in den Kommentaren einer geschrieben, das erinnert ihn so ein bisschen an Scythe Light, ne, wo ich auch viel mit meinem Board interagiere und versuche, das besser zu machen. Das macht man hier
eben auch, wenn man da mal in die Kommentare reinguckt, also das Spiel scheint eben auch auf Englisch schon verfügbar zu sein, oder zumindest haben es Leute gespielt, vielleicht im Tabletop-Simulator oder so, da haben eben die Leute auch geschrieben, ne? Erstmal hier ist ein Komplexitätsrating von 2,52, dass sie es eben halt teilweise echt ganz gut finden, aber auch da sind die Meinungen, also ne, hier, einfaches Worker-Placement und Dice-Drafting-Spiel, wie man das ja von diesen Valeria-Spielen kennt, die sind selten so richtig krass komplex, sie sind eigentlich immer auf einem guten Kennerniveau und holen Kennerspieler schon ganz gut ab. In der Regel sind das ja auch so andere Spiele, die da genommen wurden als Vorbild, die dann so quasi nachgeahmt wurden, ein bisschen verändert wurden und ein bisschen besser gemacht oder auf jeden Fall verändert wurden, wo nochmal eine neue andere Mechanik reingekommen ist. Ne? Machikoro war ja, glaube ich, so das Vorbild für das erste Valeria-Spiel und dann wird hier aber auch gleich ein bisschen Kritik geübt, dass man nur vorgibt, dass es irgendwie ganz hohen Wiederspielwert hat, aber die einzelnen Fraktionen haben jeweils immer nur ein anderes Bonussymbol, das wichtig für sie ist, aber da seht ihr auch, ne, hier hat irgendjemand eine 10 gegeben, hier eine 7,7. Spielegeschmäcker sind halt wirklich verschieden, aber im Grunde seines Herzens ist es eben ein Dice-Drafting-Spiel, das sich relativ zügig spielt und halt durchaus einige Entscheidungen einem bietet. Also da müsst ihr mal gucken. Wenn ihr jetzt vielleicht sagt, ey, ich habe alles von Valeria und dementsprechend will ich das auch unbedingt haben, dann sicherlich ein Blick wert. Wenn ihr eher sagt, boah, den ganzen Valeria-Kram habe ich ausprobiert, hat mich nicht so abgeholt, dann wisst ihr jetzt auch, okay, kann ich mal einen Blick drauf werfen, aber ist nicht ganz hoch auf meiner Agenda. Dann gibt es da auch gleich eine Erweiterung für Rise of Titans. Das sieht auch tendenziell eher nach einer etwas kleineren Erweiterung aus. Gucken wir mal hier rein. Der Content, den wir hier sehen, ein Schrein, das ist 25 Marker, 15 Custom, da auch schon ein bisschen was drin tatsächlich, also ist gar nicht so eine super kleine Erweiterung. Dann haben wir hier noch Deep Vents, das ist auch schon seit letztem Jahr auf dem Markt, hat nur ein 6,9er Rating, bei allem unter 7 bin ich ja immer schon ein bisschen skeptisch, ist auch von Ryan Locar. Sleeping Gods ist bisher mit Abstand sein bestes Spiel, für mich persönlich. Das hier geht aber auch in eine ganz andere Richtung. Das ist auch so eine Art Engine-Builder, so ein Ökosystem-Engine-Builder, wo wir eben auch immer diese Teile uns irgendwie nehmen können, aneinanderlegen und die dann eben auch immer bestimmte Funktionen triggern, bestimmte Eigenschaften triggern, je nachdem, wo die platziert sind, was so benachbart ist. Da kann man sich auch schon diverse Videos zu angucken, wo einem das Spiel eben halt erklärt wird. Der gute Rodney Smith hat jetzt ein How-to-Play-Video gemacht. Ich habe gerade mal ein Video von so einem Pärchen reingeguckt. Die meinten auch, sie haben das halt aus Corona-Gründen halt viel zu zweit gespielt. Da funktioniert das schon ganz gut, aber manche von den Funktionen funktionieren halt besser mit drei Leuten und oder vier. Ja, wie man hier sieht, ist drei tatsächlich der Sweet Spot, wobei, wenn man sich hier die Zahlen anguckt, dann haben das eben auch noch nicht so ganz viele Leute bewährt. Aber vielleicht holt euch da eben dieses Thema ab, weil ihr sagt, ne, hier irgendwie so Untersee-Spiele, Untersee-Thema mag ich auf jeden Fall schon sehr, sehr gerne. Ne? So sieht das dann halt eben nachher in der Praxis aus. Hier ist die Auslage, wo man sich Sachen rausnimmt. Man muss wahrscheinlich auch da irgendwie gucken, ne, welches nehme ich mir als Vorderste und dann irgendwie Ressourcen abgeben oder so, kann ich mir vorstellen. Also das ist Deep Vents. Da weiß ich auch gerade den deutschen Namen gar nicht, aber den werdet ihr auch hier finden. Dann, ne, wo wir es ja vorhin hatten, diese edukativen Spiele. Zitosis, ein Brettspiel über Zellbiologie, hat auch ein Komplexitätsrating von 2,5. Das ist also auch schon auf jeden Fall im Kennerbereich. Dauert so 60 bis 90 Minuten für 2 bis 5 Spieler. Und wenn man sich hier mal das Artwork anguckt, dann sieht man auch schon mal, okay, ne, hier geht es eben wirklich so um den Aufbau einer Zelle und hier so Enzyme, die man da reinmachen kann, Lipide und so. Auch im Worker-Placement-Spiel, wo man halt diese verschiedenen Punkte hat, wo man drauf gehen kann, habe ich, wie gesagt, auch noch nicht gespielt. Ja, jetzt natürlich auch was, so viele Leute sagen, boah, ne, das Thema muss ja gar nicht sein, aber machen wir uns nichts vor, bei meisten Eurogames ist das Thema eigentlich fast egal, wie Flo ja so gerne sagt, ne, Thema stört nicht, wenn das Spiel dahinter interessant ist und ja, also da hat, also in dem anderen Video zum anderen Spiel hat der Tom Belzer gesagt, die funktionieren meistens schon ganz gut. Eine 7,1 ist auf jeden Fall was, was man spielen kann, wenn man jetzt auch vielleicht sagt, hey, ich habe da so einen Biologen in der Familie oder im Freundeskreis, so einen Professor, der da irgendwie was mit macht oder so, oder irgendwie, der sich da total für interessiert, oder mein Sohnemann, meine Tochter studiert das und ne, dann schenke ich immer so ein Spiel und die spielt auch irgendwie gerne. Ich glaube, das hier ist dann wirklich so ein Spiel, wo man nicht denkt, oh, nee, das macht gar keinen Sinn, weil das irgendwie nur das Thema hat, das hat gar nichts damit zu tun. Hier ist, glaube ich, Thema ganz gut mit einer interessanten Mechanik verknüpft. Von daher kann man das schon abholen, wenn man da irgendwie Bezüge in die Richtung hat. Wenn man die nicht hat, dann, ja, weiß ich nicht, müsste ich halt ausprobieren. Ich kann da leider nicht alle spielen, dafür kommen viel zu viele Spiele in einem Jahr raus.
Für Teotihuacan gibt es die Expansion, also Erweiterung, die dann auch ein Rate von 4,0 hat. Das normale Grundspiel hat ein Rate von 3,77, also erhöht die scheinbar nochmal ein bisschen die Komplexität, wo es auch schon einige Kommentare zu gibt. Also scheint das schon durchaus verfügbar zu sein. Für viele war Teotihuacan ja in dem Jahr 2018, als es rausgekommen ist, mit das beste Expertenspiel. Tatsächlich war da, glaube ich, auch der Expertenjahrgang ein bisschen dünn, dass es wirklich mit eines der besten war. Und hier sieht man dann eben auch, dass es auch eine modulare Erweiterung ist, die halt ganz viele Module reinbringt, ne? Einen neuen Advanced Teotihuacan-Board, also dass man da eben eine Solo besser spielen kann, noch mehr als hier angegeben ist, Expanding the Empire, Altare und Schamanen, so Menschen, Obsidian, also da kriegt man als wahrer Teotihuacan-Fan viel geboten. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ne? Vielleicht gehört ihr auch zu denen, die im Jahr 2018 gesagt haben, boah, das ist mein ultimatives, absolutes Highlight. Und wenn ihr zu denen gehört, sagt ihr dann, hey, ich spiele das jetzt immer noch richtig viel und suchte das richtig hart und ist immer noch so richtig top und gut für mich. Oder sagt ihr, ja, fand ich damals gut, aber jetzt mittlerweile kommen auch viele andere Spiele auf den Tisch. Ich mag das noch, ich habe das noch, ich hole das auch mal raus, aber vielleicht eher nur noch ein-, zweimal im Jahr und nicht mehr zehnmal im Jahr. Da bin ich mal gespannt, wie sich das da so bei euch entwickelt hat. Und dann, das letzte Spiel für dieses Video ist Mantis Falls. Da habe ich ja schon relativ viel drüber geredet. Ein manchmal kooperatives Spiel, wo auch ich ja so ein frühes Exemplar bekommen habe, eines der ersten, die halt fertig waren. Und da habe ich eben auch gleich den Originalverlag angeschrieben, Distant Rabbit Games, und habe gesagt, hey Leute, das ist so ein Hidden Traitor Spiel mit Karten und diese Karten kriegen ja total schnell Macken. Da ist irgendwie eine kleine Spur drauf, irgendwo ein kleiner Fleck, der Kartenrand ist irgendwie angeditscht und dann weiß ich halt, okay, mein Mitspieler hat die Verräterkarte, hat die Assassin-Karte. Ha, da ist das Spiel irgendwie witzlos. Und da sind halt im Spiel so Beutel drin, so richtige Beutel, wo man das ganze Spielmaterial reintun kann, nicht nur, also wirklich auch Stoff. Und das ist super toll. Aber da habe ich auch gesagt, Leute, das ist super nett, aber Sleeves wären viel, 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 viel wichtiger, weil dann nehme ich irgendwelche Zip-Beute, wo ich das reintue, ist nicht ganz so schick. Aber Sleeves sorgen wirklich dafür, dass ich dieses, weil, angenommen, ihr habt dieses Spiel und sagt, ja, ich probiere das mal aus, ich sleeve das dann irgendwie später, aber ich habe jetzt gerade keine Sleeves gekauft und spielt das und schon hat diese Karte eine Macke und die hatten bei uns super schnell Macken, die Karten. Dann müsst ihr es im Prinzip neu kaufen oder Ersatz vom Verlag bekommen und ja, der Verlag hat dann reagiert und habe ich irgendwie später eine E-Mail bekommen, da hieß es, hey, da werden immer Sleeves drin sein, ich weiß nicht, ob für alle Karten und nur für die Fraktions- oder nur für die Identitätskarten, aber das wird es jetzt auf jeden Fall geben. Da bin ich ganz froh, dass ich da, also normalerweise schreibt man sowas an Verlage und dann bekommt man irgendwie die Rückmeldung, ja, sorry, können wir nichts machen, Vorgabe vom Partner oder so, oder nee, können wir nicht machen, ist zu teuer. Da wurde jetzt mal drauf reagiert, Problem wurde erkannt, auch wenn es erst vom Verlag hieß, ja, das ist gar nicht so schlimm und die Karten haben eine gute Qualität. Ich habe gesagt, ja, guckt noch mal drauf, das ist wirklich super ärgerlich. Und das Spiel selbst ist ja, also, ne, so ein Hidden Traitor Spiel mit zwei Personen, das ist halt ganz spannend, dass es eben wirklich funktioniert. Ihr seid irgendwie Zeuge von irgendwas gewesen, vielleicht ein Mord oder habt irgendwas gesehen, was ihr nicht sehen wolltet und ihr müsst jetzt eben durch diese Stadt zum Safehouse hinkommen. In irgendeiner Stadt in Amerika in den 50er Jahren, das ist ein bisschen Film-Noir-Setting mäßig. Und ihr bekommt eben halt am Anfang eine Karte, wie ich bisher in allen Partien, seid ihr halt wirklich ein Zeuge, müsst halt wirklich durch diese Stadt, die Straßen lang zu diesem Safehouse und müsst das Ganze eben überleben und jemand soll euch begleiten, der euch da irgendwie hinbegleiten soll, der auch ein Zeuge ist, aber ihr kennt diese Person nicht. Das heißt, auch die andere Person bekommt so eine Karte und ihr wisst jetzt natürlich nicht, ist das auch ein Zeuge oder ist es ein Attentäter? Wenn ich ein Zeuge bin und der andere auch, müssen beide bis zum Ende safe durchkommen. Wenn aber der andere ein Attentäter ist, dann muss ich es halt schnell schaffen, da hinzukommen und er muss halt versuchen, mich irgendwie auszuschalten, also mich eben wirklich komplett aus dem Spiel zu nehmen, mir so viel Schaden zuzufügen, dass ich über meine Lebenspunkte hinaus bin. Dann habe ich nochmal die Chance, mich zu heilen, wenn das nicht klappt oder er mich eben dreimal erledigt hat, dann habe ich eben das Spiel verloren. Und man muss eigentlich schon zusammenspielen. Ich muss dem anderen irgendwie vertrauen, aber ist natürlich schwierig, wenn ich nicht weiß, was er ist. Zumal man oftmals eben auch einfach, also gerade wenn wirklich beide Zeuge sind, die wissen das ja relativ lange nicht, dass der andere kein Assassin ist. Das ist schon interessant tatsächlich, dass das so gut funktioniert, obwohl das mechanischer als ich dachte, kommt dieses Thema, dieses Misstrauen schon sehr gut rüber und auch wenn ich ein Assassin bin, ich kann nicht einfach sagen, Peng, tot, sondern die Voraussetzung, wie ich den anderen Spieler wirklich erledigen kann, wie ich ihm Schaden zufügen kann, die ja, muss ich auch irgendwie mal herstellen, das muss ich mir irgendwie spielen, auch indem ich halt irgendwie sein Vertrauen habe und er da eben ein bisschen auf das hört, was ich so mache. Das ist auch eine ganz interessante Mechanik, es gibt so Ereignisse und die zieht man halt und da wird halt, da steht meinetwegen drauf, irgendwie
irgendjemand bedroht euch und ihr müsst da 4 Schadenspunkte drauf machen, sonst kriegen beide Spieler 2 Schaden. Das ist natürlich doof. Es gibt auch verdeckte Ereignisse. Da steht irgendwie drauf, also da kann alles Mögliche draufstehen. Da kann draufstehen, es passiert nichts. Es kann aber auch draufstehen, auch so ein Ereignis, so ein Gegner, der hat irgendwie 2 Lebenspunkte und wenn ihr den nicht besiegt, macht ihr euch 4 Schaden, aber du darfst ihn verteilen, wie du möchtest. Und dann kann ich natürlich sagen, okay, ich habe hier ein Ereignis, ich darf da komplett lügen drüber, ich muss es nur am Ende so ausführen, wie es da eben draufsteht. Und dann sage ich halt, ey, doofen Ereignis, da kriegen wir jetzt Schaden, ich krieg irgendwie 1 Schaden, du kriegst 3 Schadenspunkte. Solche Karten gibt es wirklich, aber es kann eben sein, dass ich meinem Mitspieler das so sage und da steht aber drauf, du musst 4 Schadenspunkte verteilen, wie du möchtest. Der andere weiß natürlich nicht, dass ich das so verteile, dass es zu seinen Ungunsten ist und da kann man auch schön mit bluffen, natürlich mehr, wenn man die ganzen Karten kennt, die da drin sind, weil man dann eben damit arbeiten kann und ich werde da noch ein Rezensionsvideo zu machen. Ich habe das jetzt schon oft gespielt, auch in der Dreier-Variante, wo ich sehr neugierig drauf war, da ist einer mal der Bystander und spielt halt die eine Runde nicht mit. Das wechselt dann halt immer, kann auch durchaus manchmal so kleine Sachen machen, Karten spielen oder so, aber ich würde das persönlich doch tatsächlich am ehesten zu dritt spielen, auch wenn man hier sieht, der Community, ja okay, auch jeweils nur ein Boot, also da gab es so wen, der mochte es zu zweit und einen, der mochte es zu dritt, aber allein dieses Konzept, so ein Hidden Traitor Spiel mit 2 Personen, das eben nicht nur so Social Deduction ist, sondern wo eben auch wirklich ein richtiges Spiel hintersteckt und auch das Spiel an sich schon so hart ist, dass man eben wirklich zusammenarbeiten muss, aber auch der Zeuge genug Möglichkeiten hat, den Assassin auszubremsen. Also am ersten Tag haben wir das 4-mal gespielt, ich war wie gesagt 4-mal der Zeuge, in der ersten Runde habe ich Karl gleich am Anfang erschossen, das war auch richtig, da war dann irgendwie der Attentäter, in der zweiten Runde hat er mich platt gemacht und in den letzten beiden Runden haben wir dann versucht irgendwie zusammenzuspielen, das durchzustehen, wir sind dann irgendwie auch komplett gescheitert, ich habe das nochmal mit Flo gespielt. Mit Flo bin ich bis zum Ende gekommen. Ich hätte die Partie als Zeuge gewonnen, aber ich hatte vorher eine Karte ausgespielt, die mich am Ende killt. Ich habe gehofft, dass ich die irgendwie loswerden kann, weil das Spiel noch lang genug dauert. Aber ich war dann so schnell auf einmal am Ende, weil ich auch Mechaniken ganz clever ausnutzen konnte. Das ist interessant, was es da so für Möglichkeiten gibt, die sich einem am Anfang gar nicht erschließen. Bei manchen Karten denkt man sich, was machen die jetzt? Und es ist auch ganz charmant, da ist so ein Begleiter bei, wo die Autoren des Spiels zu jeder Karte geschrieben haben, bam, ne? Die interagiert gut mit der Karte, die kann man gut mit der Karte verwenden, die Karte schützt dann davor. Man denkt, die Karte wäre nicht sinnvoll, aber in der und der Situation kann die ganz toll für euch sein und die kann halt irgendwie super wichtig sein, wenn ihr in der Situation seid, super unwichtig, wenn ihr in der Situation seid. Die Karten sind doch irgendwie mal interessant, man möchte die auf der Hand behalten, aber man muss die auch manchmal durchtauschen, weil man jetzt gerade vielleicht andere Karten brauchen könnte. Ach, ich könnte noch ewig und 3 Tage drüber erzählen. Ich habe auch, wie gesagt, jetzt schon so 6-7 Partien gespielt. 6, ne, habe ich hier, zumindest 6 habe ich gelockt und hat mir gut gefallen. Also ist auf jeden Fall von den ganzen hier vorgestellten Spielen so mein kleines persönliches Highlight. Wie gesagt, Hadrian's Wall möchte ich auch gerne mal ausprobieren. Und ja, das war's dann mit den Schwerkraft-Neuheiten für dieses Jahr. Zumindest die offiziell angekündigten bisher. Vielleicht kommt da noch das ein oder andere. Wie gesagt, ich werde ja vor Essen kurz vorher nochmal ein Video machen, wo ich nochmal so die neuesten oder letzten News euch dann liefere. Wenn Essen denn überhaupt stattfindet, gucken wir mal, wie das gerade so mit den Inzidenzen aussieht. Aber wir drücken natürlich die Daumen. Ich habe meine Tickets auf jeden Fall schon mal. Stand jetzt ist geplant, dass ich jeden Tag da bin. Wenn es doch irgendwie ausfallen sollte, werden wir vielleicht noch irgendwie ein Alternativprogramm machen oder vielleicht sage ich auch, das mit den Inzidenzen ist mir zu heikel, ich fahre da doch nicht hin. Aber Stand jetzt, ja, also ich bin noch darauf eingestellt, da hinzufahren. Würde mich natürlich auch freuen, da viele von euch zu treffen, auch wenn es leider mit Maske sein muss, aber es gehört dann wahrscheinlich eben dazu. Und ja, es sind noch ein paar Wochen hin bis Essen. Es kommen jetzt so nach und nach schon so die ersten Neuheiten hier an, die ich euch dann eben auch zeigen kann. Und mal gucken, ob jetzt auch bald mal vielleicht wieder was von Schwerkraft hier erscheint. Hatten wir jetzt auch schon so 1-2 Jahre nicht mehr auf dem Kanal. Sehen wir zu, was ich da einrichten kann. Und dann danke ich euch herzlich fürs Zugucken. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Auch hier an dieser Stelle nochmal vielen Dank an meine Patreons, die mir eben es ermöglichen, mir die Zeit dafür zu nehmen, diese Videos vorzubereiten, diese Videos zu drehen und eben euch diesen ganzen Content zu liefern. Dementsprechend, wenn euch der Kanal gefällt, guckt gerne mal bei Patreon vorbei, ob ihr auch den Kanal nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise unterstützen wollt. Und das war es dann von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Bis bald und tschüss.